Aber ja. Petra will von dir wissen, gibt es irgendetwas, worüber du dich unheimlich freuen würdest, außer so halt Plattenerfolg? Aber gibt es sonst noch etwas in deinem Leben, wo du denken würdest, ja, das ist wunderschön? Also ich bin ja ein Mensch, der sein Privatleben gar nicht in die Öffentlichkeit trägt. Mhm. Ich möchte so ein bisschen nur durch die Musik definiert werden. Keiner weiß ja, wie ich so wirklich heiße. Der Graf das ist ja nur der Künstler. Das war auch eine Frage, ja, die können mich ja alle fragen. Also ich finde immer super, wenn man mir so einen Namen gibt. Das ist sehr kreativ. Was ist dein Lieblingsname? Der neueste ist mein Lieblingsname jetzt André. André. Das hat so ein bisschen was. Mystisch, der Graf ist, ne? Heißt André. André. Ja. Hallo, hi, ich bin André. Also es war, vor zwei Tagen war es Robert. Das war also Robert. Hallo, ich bin der Robert. Ist auch okay. Ich würde mir wünschen, wenn das immer so bleibt, weißt du, dass du dein Privatleben irgendwie von der Musik so trennen kannst und dass das nie in die Öffentlichkeit geht. Weil ich bin ein Mensch, der seine Familie sehr, sehr liebt und der gerne zu Hause ist und da auch sich so fallen lassen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn die Familie in die Öffentlichkeit geht und jeder weiß, wo du wohnst, wie das zu Hause bei dir aussieht, dann ist das nicht mehr so dein Fluchtpunkt, wo du die Kraft tanken kannst. Also ich glaube, das wäre mein Ziel für die Zukunft, dass das immer so bleibt. Und bisher wird super respektiert von allen und dass ich nur durch die Musik definiert werde. Und das ist toll. Aber wie schaffst du das? Weil es ist eine Frage von Laura. Wie schaffst du das, dein Privatleben so geheim zu halten? Genau, wollte ich auch gerade fragen, ob das mir anstrengend ist. Ist es nicht anstrengend? Du erzählst einfach nichts. Das ist echt so. Du erzählst einfach nichts. Und es gibt natürlich ganz viele Fragen, gerade von der Boulevardseite. Mhm. Ist natürlich, die wollen natürlich, die bohren und fragen, ist er verheiratet, hat er Kinder oder hat er sogar einen Freund? Man weiß es ja nicht. Ne? Diese ganze Mystik, die da so ist. Ich erzähle da einfach gar nichts. Ich sage immer, ja, ist ja auch schön. Männer müssen ja auch mal so ihre Geheimnisse haben. Super ist das mit dem Alter. Ich freue mich immer, wenn ich so jünger geschätzt werde, als ich eigentlich bin. Ne? Also mit 100 Jahren machst du schon Gedanken, wenn du dann irgendwie mit 80 geschätzt wirst. Das findest du super. Ne? Aber ich sage keinem, dass ich erst 25 bin. Nein. Also. Nee, das ist okay. Also du brauchst einfach nichts zu erzählen. Ja. Ne? Und mein Leben privat ist auch völlig normal. Ich kann mit dem Hund spazieren gehen, ich kann einkaufen gehen. Was, und sie erkennen dich nicht? Nee, ich renne ja nicht da privat so rum. Ich habe eine Jeanshose an oder ganz normale Klamotten oder so. So bin ich als Graf unterwegs und da weiß auch jeder, wenn er als Graf unterwegs ist, da kann er mich mal knuddeln, da kann er ein Foto haben, da kann er ein Autogramm haben, das ist alles gut. Und wenn ich privat unterwegs bin, sind die Leute so ein bisschen eh so schon so zurückhaltend. Die gucken erstmal, ist er das? Dann grübel, grübel. Und dann fragen die mal, bist du der Graf von Unheilig? Und dann sage ich immer ja und dann, oh schön. Und dann ist gut. Und dann ist fertig. Dann ist gut. Also bisher ist das alles ganz toll und ganz nett. Ab und zu klingelt mein Kind an der Haustür und will ein Autogramm haben. Das ist dann auch ganz süß. Und die kriegen natürlich auch eins. Aber da bin ich dann auch froh, dass es so damit auch dann schon war. Also das ist gut. Das ist super.